Hey Grillfreunde, schön, dass ihr dabei seid. Wenn ihr kein Problem mit Drehwurm habt, dann guckt euch an, wie ich dieses geile Teil gleich auf meinem Drehspieß mache. Bleibt also dran. Für meinen Picanha vom Drehspieß habe ich hier erstmal ein schönes Stück Tafelspitz. Das sind ungefähr 1,5 bis 2 Kilo. Also ich denke mal so eher so 1,6, 1,7 Kilo. Salz, Pfeffer und ein bisschen Rapsöl und den Drehspieß von meinem Bräuking zum Aufstecken. Wir werden uns erstmal jetzt ausreichend dicke Scheiben schneiden. Dabei muss man darauf achten, den spießen wir ja nachher hier auf und die dürfen wir nicht zu dünn machen. Ich gucke mir das mal so an. Nehmen wir mal hier ungefähr diese Dicke. 1, 2, 3, 4. Das passt. Und dann schneide ich erstmal hier. So Freunde, hier haben wir jetzt unsere vier Stücke. Mal gucken, ob ich das nachher nochmal drauf packe. Aber hier schon drei schöne Stücke. Dann nehmen wir uns als erstes scharfes Messer nochmal und schneiden ein bisschen die Fettschicht ein. So, das mache ich jetzt bei allen und das Ergebnis zeige ich euch gleich. Im nächsten Schritt, wenn wir das jetzt würzen, gehe ich mir mal hin, dann nehme ich ein bisschen von meinem Rapsöl. Den lasse ich jetzt, den nehmen wir doch nochmal, egal. Das verstreichen wir jetzt überall auf dem Fleisch. Und jetzt werden wir das einmal schön vorsalzen. Den Pfeffer brauchen wir eher später, wenn wir es essen, weil wie gesagt, der Pfeffer wird bei den Temperaturen wahrscheinlich verbrennen. So, dann nehmen wir uns das grobe Salz. Das nehme ich jetzt nicht aus der Mühle, sondern nehme mir hier jetzt aus der Mühle von dem groben Salz was raus. Und verteile mir das dann schön auf dem Fleisch. Das mache ich erstmal von beiden Seiten. Ein grobes Salz bietet sich hier sehr gut an, weil ihr könnt es auch nicht übersalzen. Das grobe Salz, das kann man ruhig ein bisschen reindrücken. Alles, was überschüssig ist, das wird euch dann beim Drehvorgang auch runterfallen. Also keine Sorge, das ist hier ein relativ mildes Meersalz. So, auf alle Fälle sollten wir nicht vergessen, die Fettschicht nochmal extra zu salzen. Das reibe ich jetzt hier nochmal so ein bisschen in das Fett ruhig rein. Das sieht schon mal sehr gut aus. Und dann haben wir ja noch das Kleine. Und mit dem Kleinen, das würzen wir einfach mit dem überschüssigen Salz, was hier noch auf meinem Brett ist. So, jetzt haben wir hier auch nichts verschwendet. Jetzt werden wir es erstmal auf den Spieß stecken. Nehmen wir uns den Drehspieß. Diese Kralle hoffe ich, dass die schon relativ gut positioniert ist. Und die habe ich auch schon angezogen. Und jetzt wärmen wir einmal, ich fange jetzt hier mit dem Dicken mal an, das Fleisch uns in eine U-Form nehmen, seht ihr das? Und auf den Drehspieß stecken. Da der Drehspieß wahrscheinlich ein bisschen schwer direkt aufzuziehen geht, nehme ich mir gleich nochmal ein Messer und bohre da quasi vor. So, dann nehmen wir das mal. Dann steche ich mir hier schon mal ein. Dann nehme ich jetzt den Drehspieß. Mal gucken, dass ihr das auch sehen könnt in der Kamera. Genau, so. Und fixiere dann das
Gucken wir mal, wie es am besten geht. Es geht dann so am besten. Mein Picanha. Dabei müsst ihr natürlich aufpassen, dass ihr euch jetzt hier nicht mit den scharfen Dornen irgendwie verletzt. So, das mache ich jetzt gleich mit den anderen auch. Der Spieß ist gesteckt. Gucken wir nochmal, ob das ungefähr passt. Ich denke, das sieht ganz gut aus. Ich glaube, wir können nochmal so ein bisschen weiter vom Ende weggehen. Ich glaube, so sieht es gut aus. Fixieren wir nochmal die Konterkralle. Gucken, wie sie am besten passt. Ja, so geht sie ziemlich vorbei. Dann mal ein Viertel weiter. Ja, so sieht das gut aus. Dann ziehen wir mal einmal an hier. So. Hier haben wir noch so ein schönes Gegengewicht. Das können wir gleich noch am Grill so ein bisschen ausrichten, damit es sich auch wirklich rund dreht. Im Moment muss ich sagen, ist es noch nicht der Fall, aber das mache ich gleich am Grill. So, das Ganze lasse ich mal so ein paar Minuten einwirken. Jetzt halte ich in der Zwischenzeit meinen Grill vor. Wir werden das komplett mit dem Heckbrenner machen. Ich möchte eigentlich dann das quasi indirekt mit der Flamme von hinten garen. Das habe ich bisher noch nie getestet, das sollte aber funktionieren. Übrigens als Beilage habe ich hier noch ein paar Wedges vorbereitet. Die liegen jetzt noch ein bisschen in Öl, Paprika, Salz und Pfeffer ein. Das nehmen wir gleich als Tropfschale für das Fett. Freunde, wir sind jetzt draußen am Grill. Ich nutze heute meinen Bräuking und das Setup, das zeige ich euch jetzt gleich. Meine Beilage habe ich schon mal aufgelegt. Ich habe hinten den Heckbrenner auf Vollgas laufen. Komme ich auf ungefähr knapp 200 Grad. Das passt so ganz gut. Jetzt werden wir auch gleich den Spieß auflegen. Zur Unterstützung mache ich eventuell nochmal vielleicht, muss ich mal gucken, rechts und links die Brenner an. Hier ist er, der Spieß, das Picanha. Der dreht sich relativ gut alleine, da brauchen wir hier das Gegengewicht gar nicht nutzen. Das habe ich schon ausprobiert. Dann schalten wir den mal an. Die Tropfschale gleich unten drunter. Und dann sehen wir uns, wenn wir den ersten Abschnitt machen. So, wir sind jetzt bei einer Kerntemperatur vom Fleisch so auf 54, 56 Grad. Wird Zeit für die erste Lage. Die Kartoffeln sind auch soweit fertig, die nehme ich schon mal raus hier. So, und jetzt nehme ich den Spieß und dann werden wir da jetzt mal schöne Tranchen von abschneiden. Wir werden jetzt die erste Tranche essen und der Rest geht nochmal wieder rauf. Ja Freunde, jetzt wollte ich mal zeigen, was wir hier essen. Als allererstes einmal schön das Picanha. Dazu habe ich natürlich nochmal den Knoblauch-Dip ohne Knoblauch. Den habt ihr euch schon mal verlinkt. Oder auch verlinke ich euch unten in der Infobox. Dann noch ein paar Wedges dazu und von der Svenja einen schönen Avocado-Salat. Ich probiere jetzt mal so ein Stück hier vorne von dem Picanha. Doch. Das kann was. Der Rest ist jetzt noch für die zweite Tranche drauf. Und ich werde jetzt erstmal essen. Leute, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Einen wohlwollenden Kommentar. Und natürlich auch gerne ein Abo. Wir sehen uns nächsten Mittwoch. Ciao Leute. Yam, yam.